Jetzt, Achtung! So, hallo. Jetzt haben wir wieder an dem Restaurationsobjekt, dem 111 Cabrio, weitergearbeitet. Wir wollen ja erstmal das Ding fahrbar machen. Die Kohlflügel sind schlecht, sind überall Spachtelmasse, die Seitenwände sind verspachtelt, also da muss Unterboden gibt es Durchrüstungen, nicht so viel, also ist alles machbar, haben wir ja von unten schon gefilmt. Das Ziel ist jetzt erstmal fahren. Jetzt haben wir nach der Tanko geguckt, also Tankgeber anfangen, man fängt immer hinter am Tank an. Tankgeber raus, Tank aus, leuchtet Tank. Schaut sehr, sehr sauber aus innen drin, überhaupt gar kein Rost drin, das ist selten. Tankgeber geprüft, ist in Ordnung, neue Dichtung reingemacht. Kombi-Instrument ausgebaut, die Tanko im Kombi-Instrument in Stand gesetzt, sodass man weiß, wie viel Benzin ist. Um 1,86 vollgetankt, einfach dann ganz voll. Zuvor hat er mir ja schon die Bremse gemacht, das war vor zwei Jahren ungefähr, also dass er bremst. Auspuff ist etwas laut, geringfügig, Grenzbereich. Jetzt müssen die Kraftstoffschläuche noch im Motorraum gemacht werden. Die sind leicht riesig, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt fahre ich mit dem Auto nach Hause. Als nächstes möchte ich diese komische Warze da vorne wegmachen, die gelbe. Und möchte europäische Scheinwerfer einbauen, weil die mir besser gefallen. Stoßstangen sind noch schlecht. So, die Zündung muss ich noch überprüfen. Einspritzpumpen einstellen, aber der Pferd habe ich jetzt nicht gemacht. Das Ventilspiel ist gleich eingestellt worden, das muss man gleich machen. Könnte auch schon sein, dass die Zündung schon eingestellt ist, muss ich nachgucken, aber er fährt gut. Das werden wir noch alles einregulieren und dann fahren wir hin und her und dann schauen wir, wie das alles so funktioniert. Und dann weiß ich nicht, vielleicht schweißen wir den Boden im Winter, vielleicht nehmen wir es ganz auseinander, nur das hat er ja schon erzählt. Das Problem, wenn man es ganz auseinander macht, dann ist das Teil. Ich gucke mal, ob ich das herholen kann. Da komme ich nochmal immer aus Versehen an. Warte sie mal. Ja. So. Ah, jetzt habe ich sogar selber nicht aus Versehen, sondern so. Eigentlich ist das so, das Auto, wo man jetzt gerade anschaut, das Restaurationsobjekt, ist genau so ein Ding. So muss man das machen. Alles andere ist eigentlich, geht nicht so. Aber der Anstrom. So, Mensch, bin ich gut. Aber der Wagen hier, wenn ich den jetzt auseinander mache, wie gesagt, drüben steht noch Coupé, den bringe ich jetzt nicht auseinander und auch nicht zusammen, weil ich muss die Kundenfahrzeuge machen, es geht nicht. Jetzt haben wir heute Nachmittag wieder 2 Stunden Zeit genommen, wo die andere schon daheim hocken bei Mutti und habe in dem Auto geschafft. Das Chrom befestigt, das hat rumgeklippert. Schlussding habe ich befestigt. Wascher habe ich ihn. Dass man zumacht, das hört sich. Also der ist nicht komplett kaputt hinten. Hinten habe ich mal die deutsche Kennzeichenrechte angebaut und diese komischen Dinger da weggemacht. Kriegst du das Kennzeichen nicht zugemacht. Da habe ich einfach mal Klebstreifen drauf gemacht. Das ist Spielerei, das kann man nicht berechnen. Da geht es jetzt nur darum, das Fahrzeug fahrfähig zu machen. Und dann sehen wir weiter. Vielleicht, wie gesagt, erst den Boden schweißen, dann zulassen mit schlechtem Lack. Wird gehen, wenn man es noch ein bisschen kaschiert, ist morgens. Oder ganz auseinanderreißen. Auseinanderbauen. Müssen wir noch gucken. Aber wenn man halt jetzt mit dem Auto so auf der Straße fährt und von weitem schaut einer, dann sieht er die Mängel nicht. Ein Fahrer tut es echt gut, gell? Lenkt gut, schaltet gut, bremst gut. Motor hört sich stark an oder ist stark. Hat keine Ölwolke hinten raus. Ich habe ihn angemacht, wenn er 2 Jahre stand. Der hat nicht gequalmt. Ich mache das jetzt soweit, weil ich das andere Cabrio verkauft habe. Brauche jetzt Ersatz. So.
Ich weiß nicht, ob ich es mal rausstellen soll und draußen noch schön filmen. Weil ich muss jetzt auch noch heim, bin eigentlich zu spät. Das andere haben wir alles schon mal angeguckt. Das war ja dem Letzten. Haben wir es angeschaut. So, eigentlich wollte ich die Türpappe heute noch einbauen. Das habe ich auch nicht geschafft. Einen Haufen Kunden gehabt. Die Flüsse kennen wir auch. Die haben wir mal teilrestauriert. Die ist jetzt zur Wartung da, zum TÜV. Graphitgrau. Eine meiner Lieblingsfarben. Innen rot. Champagner ist auch nicht schlecht. So, machen wir mal aus. Dankeschön. Wir haben gedacht, wir können ja mal zusammen rausfahren. Wie gesagt, der Auspuff ist lang, ist laut. Das Verdeck geht mal ein bisschen weiter runter. Also für irgendwelche Vollprofis, ich fahre jetzt nicht auf der Straße umeinander und film. Wenn ich so eine Kamera auf den Kopf schnallen kann, kann ich aber nicht bedienen. Komme ich nicht aus, muss ich eine Einweisung kriegen von meinem Sohn. So. Wieder schön schaltet. Drehzahl in Ordnung. Guck, der Tanko geht auch. Öldruck ist gut, Temperatur geht dann hoch noch, die stimmt auch. Jetzt machen wir es aus. Jetzt ziehen wir die Handbremse. P geht noch nicht rein, das klemmt unterm Gestänge. Das müssen wir auch noch machen. Gummi kaputt. Eieiei. Der große Kofferboden ist in Ordnung. Der hat auch nicht gestaucht, der Rahmen ist auch nicht gestaucht. Aber die Seitenwände sind total verpappt, also die sind richtig Schrott. Also das geht gar nicht. Das ist das Blech, das gehört so. Da ist das, die Dämmung von hinten, schon rausgemacht. Guck sie, das sieht so richtig wach aus. Ganz schlimm. Der kriegt heute auch ein bisschen, weil nicht der freundliche Ami hat natürlich Sektdeckelgummi auch falsch rum eingebaut. Sehen Sie das? Das nach unten. Das geht verkehrt rum. Kann man ja machen. Ja, jetzt Reserve-Reife. Also das, die Seite wird ein bisschen neu hinten. So. Und so. So, sieht man von außen kaum, dass das innen so schrottig ist. Ja, also, jetzt aber danke, gell? Tschüss.